Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Mongas, heute mit dem Hitman, mit dem Scharfschützen. Ich bin sehr gespannt, was der Sniper heute reißen kann. Viel Spaß mit der Episode, das Like da, Abfahrt. Dass wir direkt in der ersten Round Imposter sind, das haben wir tatsächlich auch noch nicht erlebt. Aber tatsächlich ist das gar nicht so was krass Besonderes. Also es ist schon natürlich cool, aber es gibt auch den Hitman in der heutigen Episode, der hat einen Revolver. Piu. Damit, oh Gott, ich bin viel zu früh, das hat Gabriel nicht gecheckt. Hey. Der kann Folgendes machen, Leute. Wir machen Reactorino. Der Hitman hat eine Knarre, wie ich gerade schon gesagt habe, kann Leute abschießen, kann sie dann wieder verstecken. Also man sieht das, wenn er sie rausholt. Und muss dann nachladen, hat quasi einen Cooldown und kann Leute abschießen, kann auch den Imposter abschießen. Ne? Das heißt, Imposter und Hitman sind sozusagen Gegner. Wenn der Hitman gekillt werden sollte, dann lässt er seine Waffe fallen. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu wissen, Leute. Lasst eine positive Bewertung da, wenn ihr glaubt, dass Jonas der Hitman ist. Die Frage ist, die entscheidende, was ich jetzt tatsächlich gar nicht weiß, hat der Hitman Tasks? Also muss der Aufgaben machen? Das weiß ich gar nicht. Das werden wir gleich noch herausfinden. Wir gehen mal zu Electrical. Oh nein, jetzt nervt der rum. Aber ich kann ihn ja eigentlich... Oh, zum Glück habe ich den ja nicht reparoniert. Ja, das ist auch eine schnelle Task. Warum steht da Logo so ewig? Ja, Problem ist, jetzt haben die uns da halt alle gesehen. Das kann ich ja... Mann, ich kill wieder 2 Jahre. Aber wenn der Hitman einkillt, dann... Warte, mach ich mal einfach hier instant. So. Mikrofon aktiviert. Ich habe Elina gefunden. Und zwar in... Neben Communications. Und da lag auch die Knarre. Aber habe ich es jetzt aufge... Oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen dürfen, ne? Da lag die Knarre. Ah. Ja, sie hatte die Knarre, sie war der Hitman. Das ist sassy. Aber ich habe reported. Ich glaube, ich habe die gar nicht. Vielleicht liegt sie noch da jetzt, ich weiß nicht. Gleich wett drin dahin. Das heißt ja, der Imposter hat den Hitman gekillt. Was ist denn, wenn der Stark Gambo, klug kombiniert. Danke. Was, wenn der Imposter den Hitman killt? Er kann die Pistole nicht aufsammeln, oder? Keine Ahnung. Vielleicht ist ja Ben der Imposter. Astral Reception Report. Ja. Jonas hat geskippt. Ich kenne ihn. Logo hat safe gevotet. Nein. Jonas hat geskippt. Ja, das ist die Frage. Na, Ben ist schon ein bisschen sassy. Du bist sicher, wie du dir da bist. Ja. Das gibt mir schon ein bisschen die Imposter-Wiles. Könnt ihr aufhören, meinen Satz immer wieder zu droppen? Ihr darf nur ich benutzen. Und das ist auch ein Satz, der Macht hat. Man darf den nicht einfach so sagen. Nein, dadurch, dass der so oft verwendet wird, wird der irgendwann entwertet, dann hast du auch keine Macht mehr. Ja, dann bringe ich halt einen neuen Spruch, gar kein Problem. Ist das der neue Spruch? Gar kein Problem? Gar kein Problem. Ja, vielleicht habe ich einfach Logo gewotet. Aber du hast, glaube ich, nee, Logo hat safe nicht gewotet. Wer als erstes bei der Pistole ist, hat Fußball. Wir müssen mal kurz jetzt... Müssen mal kurz jetzt da rein illern, ob... Da jetzt die Waffe überhaupt aufgesammelt wurde, aber ich denke ja mal schon. Okay, Waffe ist weg, alles klar. Sophia, machen wir mal schnell Reparoni. Ja, ich habe Sophia gefunden, direkt vorm Eingang von Communications. Und da lag tatsächlich auch die Waffe. Was hast du daran aufgesammelt? Liegt, dass Ben gemutet ist? Nee, daran liegt es nicht. Sorry! Hast du sie aufgesammelt? Nee. Ich habe direkt reported, aber ich kann es gleich gerne tun, damit ihr seht, dass ich sie aufsammeln kann. Das gibt mir aber Crewmate. Also nicht Vibes, sondern also das, wisst ihr? Ihr versteht, was ich meine. Nee, gar ehrlich gesagt bitte, nicht. Nee, ja, weil Lobo meinte, ich bin Imposter, weil ich die Waffe nicht aufgesammelt habe. Aber Laura hat ja gerade dasselbe gemacht. Ja. Okay, let's go. Das hab nicht ich gesagt. Ja, klär mal kurz. Können wir Logo also als Gruppe rausvoten? Ben einfach ist für den Frieden. Imposter. Er ist es. Er ist der Imogas Imposter. Ich habe ihn um 3 Uhr nachts angerufen. Er ist es. Du kannst nicht mal deine Telefonrechnung bezahlen. Wie willst du nur anrufen? Der ist vom Stuhl gekippt. Ja, Logo ist übelst aggro. Ich vote ihn safe. Es gibt. Boah, zum Glück, mein Boot hat mich gerettet, ihr Schweinebacken, ey. Ich hab geskippt. Laura, als ob du. Nee, Logo macht sich eigentlich selbst
Also Logo zu killen wäre, glaube ich, blöd. Ich muss eigentlich Jonas wegklatschen. Nein, das ist die Waffe, das ist die Waffe, das ist die Waffe. Ich muss jetzt irgendwie faken. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Ich kann die Waffe nicht aufsammeln. Laura hat gerade Logo umgebracht, nee, vor meinen Augen. Nein, es war tatsächlich Ben, aber er hat gesehen, dass ich ihn erwischt habe. Wahrscheinlich ich, oder? Ja, tatsächlich. Hat Logo gerade noch in Cams gesehen. Das war unten rechts. Ja, das stimmt vermutlich sogar. Da muss wohl ein Meeting einberufen werden, um ein ernstes Wörtchen geredet werden hier. Mikrofon aktiviert. Och, ihr habt die Aufgaben alle gemacht? Was haben wir gemacht? Mann, ey, ich hätte gewonnen, das Ding! Mann, das war so eine Kacke, ey! Von Anfang an war mir das klar, dass Ben es ist bei seinem Verhalten. Ich kenne Ben, ich habe seine Videoaufnahmen, seine Facecam-Reaction studiert. Ich wusste, dass er es ist. Mann, wieso macht ihr die Aufgaben? Das machen nur Noobs. An seiner Stimmlage, an seinen Reactions. Mann, Leute, ich hätte das erste Mal in meinem beknackten Leben die Imposter-Runde gewonnen. Das war wirklich, das wäre das Ding gewesen, ey. Ich hätte jetzt kurz gewartet, das nicht gefixt, hätte dann Gambo umgebracht und sie hätten es eh nicht mehr geschafft. Aber die haben einfach alle Tasks gemacht. So ein Kack, ich hätte das Ding gewonnen. Safe, das... Oh. So, wir sind leider kein Hitman. Ja, aber der Hitman wird ja eh geführt in der Runde viermal umgebracht. Also zumindest habe ich komischerweise immer den Hitman erwischt. Also werden wir früher oder später vielleicht ja die Waffe finden. Wir machen einen Speedrun, Leute. Es ist wieder an der Zeit. Easy. Zack, zack, zack. Zack. Man kann das schon schnell drücken, aber irgendwie... Gefühlt haben die das... Gefühlt ist das aber... Warte mal. Real Talk, guckt mal, was für ein Speedrun das war. Aber das geht nur an den alten Versionen. Die haben das irgendwie in den neuen Versionen gepatcht. Wahrscheinlich war es zu skillig. Haben sie weggebackt. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wird jetzt jemand abgeknallt? Lass mal kurz luschern. Junge Massenversammlung hier wieder. Ja, wahrscheinlich ist das in den neuen. Also, ja, wir spielen ja jetzt hier eine alte Among Us-Version gerade. Wahrscheinlich in den neuen ist das irgendwie Bruch oder so. Ich weiß auch nicht. Bum, 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 bum. Einer ist wieder an den Cams. First try, Leute. Blind first try. Oh, Junge! Laura hat's erwischt. Ja, ich wollte einfach nur mal drücken so und gucken. Außerdem wollte ich euch erzählen, dass ich den Card Swipe blind gemacht habe. First try. Oh, cool. Ist gelogen. Ist nicht gelogen, Gambo. Überweise. Okay, wir hätten um 1000 Euro. Ja, okay, chill. Ja, ich weiß ja, dass ich es gemacht habe. Also, ich kann nichts beitragen. Also, ich war länger in Camps. Und wir wissen ja jetzt leider nicht, wo die Leiche liegt, sonst hätten wir ja ein bisschen einordnen können, wo wir vielleicht in der Nähe waren. Frage ist, hatte sie die Knarre? Das Ding ist, dass der Hitman ja auch unbedingt herausfinden muss, wer der Imposter ist. Weil wenn er und der Imposter die Letzten sind, hat er verloren. Wer votet mich? Wer votet mich? Geskippt. Also Gambo kann ich verstehen, aber... Das ist so los. Man müsste für so Random Votes so einen Elektroschock kriegen. Könnte ich einrichten, wenn du es möchtest. Junge, Alter. Stellt euch vor, immer wenn man den falschen Vote macht. Ah, nee, da weiß man ja, dass man falsch gewotet hat. Nee, wir müssen uns dann auch ein genaues Konzept überleben. Aber irgendwie, immer wenn man irgendwas macht, was man nicht machen soll, kriegt man so einen Elektroschock. Fühle ich schon irgendwie. So, hier haben wir noch eine Task und dann da ganz unten bei Shields. Ach, Shields heißt das Ding. Ich habe immer nachgedacht. Zack, 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 zack. Ja, das mit den Aufgaben ist halt eine maue Nummer, ne? Weil wir haben jetzt ja wirklich fast alles schon am Start. Nur noch Shields fehlt. Und dann bin ich durch. Das war ja zum Meeting. Das heißt, das Ganze... Oh nein. Gamu zückt gleich die Knarre, Alter. Der zückt gleich die Knarre. Ich habe so Angst. Logo sei ein lebendes Schutzschild zwischen uns. Yo! Oh nein, jetzt sehe ich nichts mehr. Ist Logo tot? Oh ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gambo, du Schweinebacke, ey. Was? Das war einfach gar nicht so geil. Ich muss übelst das Lachen verkleiden. Ich wusste, ja, Gambo war der Hitman und der ist mir die ganze Zeit hinterhergerannt. Und dann hat er... So
Und dann stand ein Logo und ich vor ihm und der zückt einfach die Waffe und guckt uns an. Es war so geil, wirklich. So wild. Ich wusste, dass du es bist. Du bist mir durch die halbe Map hinterher gerannt. Oh, wir sind der Hitman. Tatsächlich habe ich was gerade dazugelernt. Der Hitman ist jetzt kein, also ist schon eine besondere Rolle natürlich, man sieht's. Aber es ist vom Prinzip her ein normaler Crewmate. Das heißt, er kann nicht für sich gewinnen, er gewinnt zusammen mit den Crewmates. Das heißt, wenn er beispielsweise den Imposter abknallt, dann haben instant alle gewonnen. Also außer der Imposter natürlich heute. Also, so, das sind alle Sachen, die haben wir da dazugelernt gerade. So. Mann, immer Elina, wie kann man wirklich so Elina unsympathisch sein? Elina liegt direkt vorm Licht. Ich bin gerade dahin, weil ich es anmachen wollte. Dann ist es angegangen, aber ja. Warte mal, da war doch einer rechts bei mir, oder? Ja, Gambo war da, deswegen können es Gambo und Ben nicht sein. Ah, hoch, ich bin so safe, ey. Ah, ich bin auch safe, perfekt, chillig. Na, bei Gambo wäre ich mir nicht so sicher. Aber Ben! Ja, Benjamin! Och, Mann! Okay, das schließt es aber schon krass ein. Ich meine, Gambo könnte es theoretisch schon sein. Ich glaube, Ben hat gerade diese erste Asteroiden-Aufgabe gemacht. Nee, Moment, warum kann ich es denn sein? Aber weil du erst später dahin gekommen bist. Aber das ist schon sehr weiter Weg. Gambo, was war denn deine letzte Aufgabe? Nee, der kann das nicht gewesen sein. Das ist durch die ganze Map. Das ist schon heavy sonst. Also das geht ja gar nicht. Okay, dann wichtige Frage, Sophia. Wie bist du nach Navigation gekommen? Von Cafeteria über Weapons und dann halt... Musst du ja an uns vorbeigelaufen sein. Warum gelogen? Ist nicht gelogen. Ja, okay, gut. Kann sein, dass sie recht hat. Junge Jonas! Also es müsste potenziell stehen, wir standen oben zusammen. Skip. Wir haben die Blätter gemacht und dann ist sie nach rechts abgebogen. Dann ging mal Licht aus und ich habe nichts mehr gesehen. Boah. Wer hat denn jetzt noch gewotet, obwohl schon das Skip ausgerufen wurde? Ich krieg das auch nicht, dachte, wir skippen. Ich hab einen Skipper gemacht. Ich hab sie gewotet. Ja, der Imposter hat logischerweise Laura gewotet. So, jetzt habe ich die Knorre. Ja, aber das Ding ist, macht Sinn, die zu zeigen? Ich bin ja ein Crewmate. Ich kann die ja eigentlich offen zeigen. Jetzt mal Real Talk. Ich kann die ja offen zeigen. Ist ja kein Problem. Die Crewmates sind ja auf meiner Seite. Warte mal, Gambo ist safe, ne? Ja. Gambo und ich sind ja safe. Also, glaube ich so. Das heißt, ich zeige Gambo mal meine Knarre, wenn wir unter uns sind. Dann weiß Gambo schon mal. Ich kann mich ja gegenüber allen safen. Wo ist denn Gambo? Gambo, Gambo, komm mit Gambo, Gambo. Wo läuft Gambo hin? Gambo? Oh! Ja, weil sonst wahrscheinlich der Imposter auch gesehen. Ja, gebrochen, ey. Gebrochen. Mal nur, weil ich Gambo meine Waffe zeigen wollte. So ein Scheiß, ey. Und er hat nicht mal hingeguckt. Das heißt, Ben war auf jeden Fall der Hitman. Ja, ich hab ihn nämlich vor. Also, ich bin erstmal vor ihm weggerannt, weil er mir in Storage hast nämlich du die relativ. Waffe direkt aufgesammelt? Nein, die liegt da noch. Ich hab ihn in Storage das erste Mal gesehen. Da hat er die Waffe die ganze Zeit raus und wieder reingepackt. War ganz lustig. Aber da wollte ich einfach den Gambo machen. Da bin ich erstmal panisch weggerannt und dachte mir so, ja komm, machst jetzt Emergency und fragst erstmal nach so, wie verhalten wir uns, wenn wir die Waffe sehen. Na, wir haben ja eh schon festgelegt, dass es ja eigentlich einer ist, ja wieder Detective. Er ist, ja, ist deswegen. Ist ja nicht dann, so, dass er gewinnt, wenn er die anderen tötet. Das haben wir immer noch nicht rausgefunden. Deswegen, dann habe ich gedacht, so, ja, easy, fragst du zur Sicherheit nochmal nach, wie verhalten wir uns da, bla bla. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Warum wurde ich denn jetzt gewotet? Das war Among Us, aber mit einer Sniper Rifle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis morgen, euer Benson. Ciao.